Hey, da seid ihr ja wieder. Ich bin's, der Logan, und wir machen heute weiter bei Doom 2016. Wir sind mittlerweile im fünften Level unterwegs, der Argent Tower. Argent Tower, wenn man es richtig aussprechen will, ne? Und wir sind mittlerweile schon auf gutem Weg in die Hölle. Und damit wir da auch ankommen, machen wir jetzt hier weiter. Denn der Doomslayer hat Hunger auf Dämonenfleisch. Die Primärzugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Die Pipeline ist beschädigt. Damit lässt sich die Pipeline überwinden. Okay, da schalten wir so das erste Anzugs-Upgrade, das separat ist, frei. Die Sprungstiefel, ihr habt es gerade gehört. Die sollten hier irgendwo sein. Unser Ziel ist, töte Olivia Pierce. Ich höre. Ach du Scheiße! Da ist schon der erste Raketentyp. Der aber nichts gegen unsere Super Shotgun auszusetzen hat. Ein Revenant. Kennt man auch aus den Originalspielen. Da drin ist noch eine Rune. Da werden wir uns gleich auch hinbewegen. Aber zuerst klären wir hier noch ein bisschen. Hier sind noch ein paar Gegner. Ich würde mir nochmal die Herausforderungen angucken. Wir hätten hier Chiropraktiker, führe 4 Genick- und oder Kieferbrecher Chloricles bei Imps aus. Von hinten angreifen, finde 3 versteckte Extras und töte 15 Dämonen, solange Vierfachschaden aktiv ist. Okay. Wo sind die Imps? Wow, da sind wir fast tot. Was ist da los? Jetzt wollen sie es wissen. Ein paar Health-Upgrades einsammeln. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Okay, zumindest das hätten wir geschafft. Da sind unsere Jump Boots. Der Argent-Tower wurde 2127 fertiggestellt und basiert auf einem wunderschöne neue Stiefelchen für uns. Ist der Kunde erfolgt der USC. Ja, da hat das Spiel so ein bisschen Metroid-Anstrich. Jetzt können wir hier einen Doppelsprung. Und damit kommen wir da hoch und können gleich die Runenprüfung machen, nachdem wir ein bisschen Rüstung eingesammelt haben. Ich möchte noch gucken, was es hier für Upgrades und Sondergleichen gibt, aber es sieht aus, als würden wir hier nicht so besonders viel bekommen. Deswegen ab in die Runenprüfung. Waffe Super Shotgun. Wir müssen schalte mit der doppelläufigen Schrotflinte 30 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sollte eigentlich kein Problem sein, würde ich sagen. Ja, die Ladezeiten. Ah ja, sind wir mittlerweile schon im fünften Level angelangt. Wir kriegen dafür einen Munitionsboost, eine Rune. Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und den Gegenständen findest. Das klingt auch ganz nützlich. Und dafür müssen jetzt ein paar Zombies leiden. Ich glaube, Chlorikills geben mehr Sekunden. Dauern aber halt entsprechend länger. Aber seid ihr meine Freunde. Wir haben jetzt erst 2/3. Okay, das wird nix. Nochmal. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir den Doppelsprung einsetzen konnten. Prüfung starten. So, meine Freunde, auf ein neues. Ah, da oben geht's weiter. Und
Und da sind auch noch welche. Kommt schon, Leute, ich habe doch keine Zeit. 4 Stück. Einer. Wir schaffen das. Ah, perfekt. Wer doch gelacht. Kein Problem für Super Logan. Ich muss mir gerade mal eben die Map angucken, was da so an Upgrades auf der Map angezeigt wird. Ich glaube, hier war sogar irgendwo am Anfang eine Puppe versteckt. Ne, Quatsch, eine Argenzelle. Eine Argenzelle. Mittlerweile ist die Vorfreude auf Doom Eternal immens. Ich habe mir noch gar nichts von dem Spiel angeschaut. Bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwarten wird. Ich sterbe. Zum Glück haben wir gerade eben die Runenprüfung gemacht und so einen Speicherpunkt freigeschalten. Oh Mann, das war jetzt äußerst ärgerlich. So, jetzt nochmal im Text. Ach, da war sogar noch ein bisschen Rüstung. Ja, da wird uns ein Geheimnis angezeigt. Piep, piep. Uno Momento. Geheimnis. Ich komme gleich. Super Logan to the rescue. Der Geheimnisfinder in seinem Element. Ein Extra. Mal freigeschalten. Wir sind aber noch gar nicht auf Imps getroffen. Unsere Herausforderung. So, wo investieren wir denn? Ich würde tatsächlich nochmal in Munition investieren, damit wir ein bisschen mehr tragen können. Hier dürften wir alles haben. Hier in diesem Bereich. Also gehen wir weiter. Noch ein bisschen Rüstung einsammeln. So, an Toten hätten wir doch alles ausgezehrt jetzt. Mittlerweile. Also nochmal müssen wir nicht sterben. Die zweimal reichen jetzt. Die zwei dummen Tode. Imps, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr da seid. Da oben ist er. Der Drecksimp. Ich nehme mal das Sturmgewehr. Denn genau das funktioniert dann ein bisschen besser. Nummer 1. Treffen müsste man. Und vielleicht den Imp nicht dabei töten. Dann klappt das auch mit den Herausforderungen. Na, wo ist er denn? Ich höre doch irgendwo noch einen Feuerball. Ach, da oben sind sie. Die lustigen kleinen Imps. Ah, Doppeltrubel. Da hat er nicht mit unseren Sprungfähigkeiten gerechnet. Ich sammle mal noch ein bisschen Health auf. Hier oben scheint es nichts mehr zu geben, also laufen wir mal über die Brücke. Da ist ein Impilein. Bleiben Sie stehen! Das war knapp. Da wäre ich fast schon wieder runtergefallen. Ah, ich bin einfach zu präzise. Oh ja, du. Einmal rüber. Und mit der Shotgun in den Rücken. Ja, ein bisschen Leben holen wir uns auch noch ab. Und ein Waffen-Upgrade. Das zählt sogar als Geheimnis. Was nehmen wir denn? Nehmen wir doch einfach mal die Mikroraketen. Die hätte ich in meinem letzten Playthrough nicht benutzt für das Sturmgewehr. Die
Irgendwo war hier noch eine Rüstung. Ich weiß es. Hier raus. Ich glaube um die Ecke, ne? Exakt. Dann mal weiter. Irgendwo höre ich schon wieder Feuerbälle. So, holen wir uns die Herausforderung. Oder doch nicht? Da ist immer noch einer. Oh, das war nicht so intelligent. Da wären wir fast gestorben. Beendet. So, jetzt muss man nur noch das mit dem vierfach Waffenschaden-Buff machen. Ja, wie kommen wir da rüber? Wir müssen tatsächlich da hoch. Hätte ich oben bleiben sollen, wie Spezialist. Ah, das Movement ist aber wirklich erstklassig. Wenn sie da nicht viel ändern für Eternal, bin ich echt guter Dinge, dass uns da ein Kachern ins Haus steht. Noch ein bisschen Muni einsammeln. Ja, diesen Turm dürfen wir gleich hochklettern. Das wird sehr, sehr spaßig. Ist, glaube ich, auch eine der längeren Missionen. Da unten ist noch eine Elitewache. Die schnappen wir uns auch gleich. Geheimnis Nummer 3. Da klappt es auch mit einer Herausforderung. Wie viele Waffenpunkte haben wir denn schon freigeschalten? Ah, perfekt. Fässerspaß. Nehmen wir doch gleich. Was nehmen wir denn als Upgrade? Die normale Shotgun müssen wir nicht mehr aufrüsten. Komm, rüsten wir doch einfach mal einen Raketenwerfer aus. Auf. Vielleicht spielen wir den ja ein bisschen mehr. So, jetzt aber da rein. Ah, da ist ja unsere Herzdame. Oh, sie hat einen Archen-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Na dann. Gefahr ist immer schlecht. Raus da, meine Dame! Überquere die Brücke. Okay. Ach, da hätten wir noch eine Super Shotgun bekommen. Das wäre der eigentliche Punkt, wo wir so bekommen könnten, glaube ich. Ich lade mal noch mein Leben auf. Da drin ist, glaube ich, so ein 4x Waffenbuff. Mit der wird diese Anlage betrieben. Also, Shotgun auspacken. Na, da oben ist er. Ja, das waren nicht so viele Gegner. 5 hätten noch gefehlt, aber wir finden wahrscheinlich noch einen davon. Meine Dame, bleiben Sie doch mal stehen, damit ich Sie headshotten kann. Genau so. Wow, in der Luft hat mich der Feuerball getroffen. Na gut, dann können wir die Herausforderung tatsächlich doch jetzt erledigen. Das ist doch hervorragend. Hat uns der Feuerball tatsächlich mitten im Gesicht erwischt. Das ist eher unschön. Für unseren Teil. Willkommen bei der Jury. Der
Oh, das ist die falsche Richtung. Moment. Wir sind der einzige Konzern. Ach, da sind wir reingekommen, ich Spezialist. Mit der sich Höllenenergie in Atem. Hallo! Nicht zu viel killen, ich brauche noch 5 von euch. Da. Waffenbuff. Guten Tag. Einen noch. Es macht einfach Spaß mit dieser Waffe. Ja, versuchen wir gleich nochmal genau das hier. 6 Stück haben wir schon. Headshots galore. Wie viel hält die bitte aus? Bleib doch mal jetzt stehen. Und Glory Kill. Ja, die sind schon präzise mit ihren Feuerbällen, die Imps. Sollte man schon aufpassen, besonders auf Ultra Violence. Sonst hat man ganz schnell ausgespielt. Ja, Benzin für die Kettensäge hätten wir da auch noch gehabt. Aber wir müssen ja nicht auf alles zurückgreifen. Klettere den Turm hinauf. Erstmal ein bisschen Munition sammeln. Bevor wir dem Folge leisten. So. Und jetzt aufpassen, damit man nicht zerquetscht wird. Das kann ja ganz, ganz schnell passieren. Elitewache hätten wir schon mal direkt. Ich spüre schon wieder das Rumblen in meinem Controller. Das heißt, ein Geheimnis ist in der Nähe. Ich habe tatsächlich, um Doom zu spielen, normalerweise habe ich die Vibration aus. Aber tatsächlich, um Doom zu spielen, habe ich sie wieder angestellt. So, ich guck mal eben auf der Karte. Ja, genau. Da oben das Püppchen wird uns angezeigt. Dann gucken wir doch gleich mal, dass wir irgendwie ans Püppchen rankommen. Ich glaube, das müssen wir sogar über hier machen. Einmal darauf. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ah, genau. Immer über Kreuz, so ein bisschen. Jetzt hier rein. Und da ist er auch schon. Geheimnis gefunden. Nicht zerquetschen lassen. Oh ja. Gleich ist Polen offen. Da drin gibt es den ersten größeren Kampf. Also, Leute, bereit fürs Gefecht? Der Doomslayer ist bereit. Ich auch. Und ihr auch bestimmt. Neue Gegnerart, der Mancubus. Mal gucken, wie dem das Schrot schmeckt. Hui. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Schneller als die Polizei erlaubt. Wow. Zeit für Kettensäge. Ach du Scheiße, die hat auch nichts mehr gebracht. Ja, es wird jetzt immer prekärer hier. Habe ich eigentlich schon das Headshot-Upgrade für mein Sturmgewehr freigeschalten? Ich glaube nicht. Dann machen wir doch das direkt als nächstes. Hä? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet?
Ach, direkt hier unten. Der orientierungslose Super Logan. Ja, diesmal nicht, mein Freund. Da, hast du was zu essen? Den Headshots müssen wir noch machen. Noch ein Mancubus. Wow. Nehmen wir das doch gleich als Anlass, ein paar Headshots zu machen. Da ist noch einer unserer Freunde. Guten Hunger. Ich schnapp mir mal die Rüstung da oben. Noch 5 Headshots. Na, wo ist hier noch jemand unterwegs? Ich höre euch doch. Ah, seht ihr da unten? Da wäre noch ein vierfach Schaden-Upgrade. Oh ja, du. Genau gesehen. Den Feuerball im Augenwinkel. Noch ein Revenant. Wow. Das war tatsächlich ein größerer Kampf. Klettere den Turm hinauf. Das wird auch, wie gesagt, ein längerer Level. Ich sammle erstmal ein bisschen Munition. Gucke mal, was hier noch an Geheimnissen sein könnte. Ich glaube tatsächlich nichts, deswegen hoch. Immer nach oben, das ist unser Ziel. Ja, und genau so funktioniert das nicht. Ja, geh mal halt hier hoch. Heute klappt aber auch gar nichts. Dann spielen wir halt das Wartespiel. Was haben wir denn da unten noch? So, jetzt aber. Hier rüber. Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung nähert. Wenn Sie den Akkumulator in den Ja, das wäre ganz nach deinen Vorstellungen, Samuel, ha? Du kleiner Racker, du. Dass der Doppelsprung nicht so alles möglich macht. Wie gesagt, immer höher. Wir gucken auf der Karte. Da unten ist sogar noch eine Puppe. Sehe ich gerade. Ein Püppchen! Und... unsere Jump'n'Run-Fähigkeiten mal wieder unter Beweis gestellt. So, mal gucken, ob wir jetzt... Es hat sogar gereicht! Das war aber jetzt wirklich Millimeterarbeit. Hier hoch. Nicht zerquetscht werden.
müssen warten, bis das Teil nochmal rausfährt. Und? Genau so muss es funktionieren und schon der nächste Kampf. Ich habe gar keine Munition mehr für meine Schrotflinte. Das macht mich sehr, sehr traurig. So, Herausforderung ist aber beendet. Jetzt gibt es mehr Headshot-Schaden mit dem Teil. Hey. Nix hier Standard, Schrotflinte. Doch zur Abwechslung mal den Raketenwerfer. Hui. Der legt's aber jetzt drauf an, der Hell Knight. Nicht gut. Leben. Na, wo ist er denn? Schnapp mir mal die Rüstung. Das war für meinen Geschmack ein bisschen zu knapp gerade. Ja, wo sind die ganzen Gegner? Ja, erst konntet ihr gar nicht von mir ablassen und jetzt habt ihr keinen Bock mehr auf mich, oder was? Wie bitte? Das war's schon? Okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Dann belohnen wir uns halt mit einer Argent-Zelle. Argent-Zelle hat es das erste Mal richtig ausgesprochen. Ja, unser Doomslayer macht gerne Zeug kaputt. Einmal Rüstung. Was ein Spruch. Muss mal gucken, was ich jetzt überhaupt so freigeschalten habe. Wir haben noch zwei Secrets, eine Elite-Wache und eine Runenprüfung. Okay. Nein, nein! Oh, nicht direkt runterspringen! Mein Herr! Oh, ich könnte mal die Waffenpunkte benutzen. Und ich glaube, das tun wir beim Raketenwerfer. Zielerfassung. Da fehlt uns sogar noch ein Punkt. Also ein Secret weiß ich auf jeden Fall. Hier ist eine Classic Map. Das werden wir uns jetzt auch gleich angucken. Hier oben ist irgendwo der Schalter. Und zwar genau hier nicht. Andere Seite. Müssen wir eben kurz gucken. Das wird nicht reichen und wir sind tot. Der vierte Tod. Also in der Folge läuft es irgendwie nicht so glatt, wie ich mir das vorgestellt habe. Der arme Doomslayer. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Argent-Energie. Halt die Klappe. So. Nochmal das Ganze. Hier müssen wir hin. Ja, die Unverwundbarkeit, die bringt uns jetzt viel.
Ja, wenn ihr mal da hinten drauf achtet, da ist die, die Classic Map. Und hier irgendwo dürfte der Schalter sein. Genau da. Benutzen wir den doch gleich. Und versuchen dabei vielleicht jetzt nicht runterzufallen. Was gibt's denn da jetzt Schönes für uns? Ja, die Munition wollte ich noch aufsammeln, bevor wir jetzt gleich in die Classic Map gehen. Man weiß ja nicht, was für Gegner da drin auf uns warten. Ah. Shotgun-Munition nehme ich. Den Rest natürlich auch. Oh, das war knapp. Bereiten wir uns gleich mal vor, dass wir gleich mit nach oben genommen werden von dem Teil. Ah, ich liebe diesen industriellen Soundtrack. So in der Art wird ja der Ost von Doom Eternal auch aussehen. Und da wären wir oben. Jetzt gibt es noch ein paar Jump'n'Run-Passagen, bei denen wir hier fast schon wieder gefällt werden. Wir müssen in die Mitte. Natürlich habe ich jetzt genau das Ende genommen, wo das Teil nicht rausfährt. Jetzt aber. Auch sehr auffällig, wie überall, wo man eigentlich hin kann oder hinklettern sollte, grüne Markierungen sind. Das ist, naja, gut, auffällig ist übertrieben. Es ist eine sehr dezente und unauffällige Art, den Spieler so ein bisschen zu leiten. Zielerfassung für einen Raketenwerfer für all diejenigen, die nicht zielen können. Bing! Für alle anderen gibt's die Super Shotgun. So, wir dürften jetzt aber gleich oben sein, oder? Da ist die Runenprüfung. Ah, wie man Zombies nicht erledigt. Hat der Hell Knight einfach mal gedacht, kommt er hier in den Raum geflogen. So, hier ist noch ein Geheimnis. Da kommen wir aber gleich erst ran. Ah, sehr schöner Gang hier. Kommt mal her, meine Freunde. Mache ich hier gleich die Doppelkills. Meine Schrotflinte. Und noch einer. Kommen Sie mal ran, Mr. Zombie. Ich habe hier was Schönes für Sie. Na, stellt ihr beiden euch mal zusammen jetzt? Ich hab's genau gewusst. Nix kann man euch heißen. Das war der letzte Waffenpunkt. Damit könnten wir eigentlich schon den Raketenwerfer jetzt upgraden. Reduziert die Zeit
Töte 5 Summoner mit Hilfe der Zielerfassungssalve. Das hört sich ein bisschen schwer an. So. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Klettern wäre vielleicht eine Option. Ach, da ist die Runenprüfung. Die machen wir doch direkt. Schalte mit der Kampfschrotflinte über explosive Fässer 10 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Es sollte auch machbar sein. Oder ihr habt doch bestimmt Vertrauen in mich. Dafür gibt's gute Ausrüstung. Wir haben nur einen Lebenspunkt, sehe ich gerade. Leute, ihr müsst euch auch zu den Fässern stellen. Ah, das war nix. Auf ein neues. Oh, jetzt aber. Oh, ran hier. Easy. Erhöht die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Ich guck mir aber gleich mal die Runenplätze an. Was wir da denn noch haben. Ich glaube, das ist... Also, der Argent Tower ist, glaube ich, der letzte Level vor der Hölle. Also, bevor wir das erste Mal in der Hölle unterwegs sind. Na, Spiel? Möchtest du nicht mehr laden? Ich mach dir gleich Feuer unterm Hintern. Ah, tatsächlich, den zweiten Ausrüstungsslot. Haben wir jetzt frei. Dann nehmen wir doch direkt hier das mit den Ausrüstungsgegenständen. Die gute Ausrüstung, die ist auch extrem leicht hochzuleveln. Haben sogar noch eine Prätorianer-Marke. Die stecken wir auch demnächst in die Ausrüstungsgegenstände. Hier irgendwo müsste, genau, die Elitewache sein. Und damit können wir schon einen Punkt da reinsetzen. In die verkürzte Nachladezeit. Noch ein bisschen Money. Da unten ist ein Health Upgrade. Oh, ich dachte gerade, wir sterben. Nur 3 Rüstungspunkte hat uns das abgezogen. Irgendwie kommen wir jetzt noch den Fahrstuhlschacht runter. Genau, laufen wir einfach mal da hinten hin. Denn ein Geheimnis haben wir noch. Ich glaube, das ist das Gauss-Gewehr. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Ja, halt die Klappe. Was mir versprochen wurde. Seht ihr das da unten? Genau da müssen wir hin. Ja, und wir haben es geschafft. Ah, wie praktisch. Eine meiner Lieblingswaffen im Spiel. Das Gauss-Gewehr. Macht sehr viel und sehr schön Aua. Können wir es schon hochleveln? Wo ist es denn? Madame Gauss-Gewehr. Ja, wir haben nur einen Waffen. Ach, stimmt, wir brauchen ja auch noch eine Drohne.
Wir brauchen ja auch noch eine Drohne. Aber so besonders viel vom Level ist auch nicht mehr übrig. Und ich bin schon fast traurig, dass wir fast schon die Hälfte haben. Doom 2006 ist eigentlich kein besonders langes Spiel. Ja, genau. Oh, das hat besser funktioniert, als mir das vorgestellt habe. Es war zwar ungewollt, aber... Ah ja. Du alter Sympath, du. Mach mal auf. Das ist nicht das Ende. Hallo, meine Dame. Das ist erst der Anfang. Sympathisch wie immer. Probieren wir doch gleich mal das Gauss-Gewehr aus. Ja, und treffen damit nichts. Na, wo seid ihr, meine Freunde? Sträubt euch nicht so. Ich tue euch nichts. Und ab in die Hölle. Ich glaube, so ein, zwei Gegner muss ich noch ausschalten. Sonst wollen sie mich nicht reinlassen. Wow, jetzt wollen sie es aber tatsächlich nochmal wissen. Was für eine Szenerie. Habt ihr die Poesie in diesen Bildern gespürt, als der Bildschirm schon weiß geworden ist, diesem Revenant noch ordentlich in die Fresse gegeben habe? So, das war Level 5 von Doom 2016, der Argent Tower. Ich war euer Logan und wir sehen uns im nächsten Level.